Ja, hallo und herzlich willkommen beim Kanal Time to E-Bike. Ich bin der Thorsten. Ja, wir befinden uns heute hier in Koblenz am Deutschen Eck. Das zeige ich euch mal, das ist da unten. Ja, und hier findet jetzt am diesem Wochenende das Treffen der Electric Devils statt. Und zwar machen wir heute das, oder nee, morgen das Anradeln 2024. Wir haben uns hier mit ein paar Leuten hier einquartiert hier oben. Ja, und morgen werden wir mal eine schöne Runde starten. Ja, und dann werden wir mal die Gegend hier ein bisschen genießen. Und ich hoffe, ihr seid dabei und wir haben alle zusammen Spaß. Ja, ich werde mir jetzt hier oben noch ein bisschen die Festung angucken. Ja, und ich hoffe, ihr genießt die Bilder, die ich jetzt mache. Also, viel Spaß! Also wenn man hier auf den Tunnel zugeht und hier rein möchte, sieht man hier diese Schießscharten. Und ich glaube, da haben die schon ganz gut Eindruck mitgeschunden mit den Dingern. Das ist respekteinflößend. Das war, glaube ich, auch der Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit hier. Hier drin geht es nämlich direkt weiter damit. Da sind auch noch welche. Ich habe gelesen, von außen sollte das einschüchternd sein, das Gebäude, und von innen einladend. Ja, ich glaube, das haben sie hingekriegt. Thank you.
Einsteigen war zur preußischen Zeit nicht nur Wehrbau und Kaserne, sondern auch Haftanstalt. Die unterschiedlichsten Personen verbüßten hier eine Haftstrafe. Zwei von ihnen, Franz Junghuhn und Franz Berg, schrieben später über ihre Haft. Franz Junghuhn, 1819 in Mansfeld geboren, begann nach seinem Studium der Medizin im April 1831 seinen Militärdienst im Hunsrück. Er war Kompaniechirurgus bei der 8. Artilleriebrigade. Am Weihnachtstag 1831 wurde der 22-Jährige festgenommen. Am 1. Januar 1832 trat er seine Festungshaft auf dem Ehrenbreitstein an. Wegen eines Duells, bei dem er als Student verwundet worden war, war Junghuhn zu 10 Jahren Festungshaft verurteilt worden. Die Festungsgefangenen waren in einem eigenen Trakt in der Landbastion am oberen Schlosshof untergebracht. 1834 schildert Junghuhn in dem Text »Flucht nach Afrika« seine Haft auf dem Ehrenbreitstein und seine erfolgreiche Flucht. Ja, jetzt sind wir ein paar Meter gegangen hier und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin total beeindruckt. Es ist mega schön hier. Also jetzt, Wetter macht ja auch mit, ist ja super. Ja, ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen und ich gehe mal zurück zu den anderen. Ich glaube, die warten schon auf mich. Ja, ich latsche jetzt mal hin und dann mal gucken, ob heute noch was gefilmt wird. Schauen wir mal. Ansonsten geht es direkt morgen weiter mit der Tour. Guck
guckt euch die Aussicht an, das ist immer der Hammer, oder? Besser geht's doch gar nicht. Die Räder sind ausgeruht, die Akkus sind geladen. Wir stehen hier in Koblenz am Deutschen Eck, hier oben auf der Festung Ehrenbreitstein. Ja, und das Electric Devils Wetter ist gestartet. Kalt, windig, aber trocken und blauer Himmel. Also wir starten. Alle schon ganz gespannt, wen wir noch alle treffen heute. Also bis gleich, ihr werdet dabei sein. So, ich zeige euch mal, wer so ein bisschen heute hier von der Burg aus mitfährt. Felix ist dabei, also schönen bitte. Guten Tag. Nicht winken. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ja. So, der nächste Kollege, der heute von hier oben mitfährt, ist aus dem Rheinland. Uhu. Du bist der Dirk, fährt auch mit. Genau, wir starten auch von der Burg hier. Guten Morgen. Der fährt mit. Dann der nächste Kollege, ganz in grün. Ja. Genau, du bist. Noch ohne Kutte, der Thomas. Der Thomas, genau, der ist auch dabei. Ja. Ja, wir grüßen dich. Dann der André, auch dabei. Hallo André, guten Morgen. So, weiter geht's. Wer mitfährt von hier oben? Der Stefan ist dabei. Hi. Hi, boah, langweiliges Hi. Ich hab schlecht geschlafen. Der Andele ist dabei. Hallo. Hallo, genau. Genau. Dann einmal der Michael die Hülse. Die Hülse. Die Margit ist dabei. Der? Howie. Morgen. Howie, ja genau, ich vergesse den Namen immer. Mein Gott. Dann haben wir noch mal den Jörg. Den Detlef. Genau. Die kennt natürlich auch die Nicole. Genau, die Nicole natürlich auch. Und der Lutz ist dabei. Hallo. Der Martin. Hi. Die Iris. Hallo. Die Andrea. Der Swobo. Der Horst ist auch dabei. Genau. Susi. Susanne, Entschuldigung. Ja, hi, Thorsten. Andrea auch dabei, natürlich. Und nicht last but not least. Hallöchen. Ich bin der Neue. Das kleine dicke Bärchen. So, es geht los. Die Karawane ist gestartet. Ich muss mich beeilen. So, jetzt geht's hier abwärts. Das ist natürlich eine herrliche Abfahrt hier aus der Burg raus. Stehen Sie schon und warten. Was ist das denn? Weiß er wie beim Marathon, Sonne. Limbo! Der Limbo! Ja, da geht's hin. Deutsches Eck. Ja Leute, was soll ich sagen? Wir sind direkt am Rhein. Angekommen. Schön mit den Electric Devils auf Tour. Anradeln 2024. Ist das herrlich.
Ja, die erste schöne Tour durch Koblenz. Der Erik zeigt uns hier gerade die schönsten Baustellen von Koblenz. Ja, wir müssen mal keine Stopps anlegen, weil wir ja nicht alle gleichzeitig über die Ampeln drüber kommen. Ja, deswegen immer leichte Zwischenstopps, immer zwischendurch. Ups, weiter geht's. Das ist ja cool. Oh, das sieht so aus, als wenn wir angekommen sind. So, da oben mal die Burg Ehrenbreitstein mal von der anderen Seite aus. Und da sind wir gleich am deutschen Eck. Da werden wir mit Sicherheit schon erwartet. Ja, ich seh schon ein paar Kutten da vorne. Alter, guck dir, wie viele Leute das sind. Alter Falter. Ist das krass. Hammer, oder? Einen wunderschönen guten Morgen! Ja, liebe Leute, wir sind angekommen am deutschen Eck. Hier beim Kaiser Wilhelm. Ja, und also ich bin echt geflasht, was hier an Leute steht. Guckt euch das mal an. Das ist ja mal der Hammer, oder? Da scheint so ein Riesenpulke gerade. Wir fahren drauf zu. Das ist echt der Hammer. Und viele, viele bekannte Gesichter wieder dabei. Sehr schön. Macht richtig Spaß. Da ist er, der Ronald. Ja, hey. Wo bist du so das geschwitzt? Bei der großen Anzahl von Personen, da müssen wir erstmal gucken, dass wir da irgendwie die Namen alle mal voneinander kriegen. Weil das ist echt schwierig, da mal irgendwie einen Überblick zu gewinnen, wer überhaupt ist. Ja, da musst du mal nachfragen, wer bist du überhaupt, auch wenn man schon mal mit ihm gesprochen hat. Das kann einfach mal passieren, weil diese Anzahl an Personen, das ist wirklich toll. Ja, dann muss ich sagen, da kommt richtig Freude auf. Ja, also jetzt genießen wir erstmal den Tag und gucken, was er so bringt. Ja, ich gehe mal für euch hier ein bisschen vorne an die Spitze. Ich muss am wenigsten mal gucken, wo die Mosel in den Rhein mündet. Da muss ich mal eben einmal mit der Kamera draufhalten. Ne? Das muss dann, wenn wir schon mal hier sind, dann müssen wir doch mal eben gucken. Das machen wir jetzt mal. Hier haben wir die Mosel Richtung Koblenz. Ja, hier ist der Rhein mit der Rheinschifffahrt oder mit dem Kreuzfahrt. Dampfern hier und die Seilbahn, die oben hoch geht, da wo wir unser Zimmer haben, Burg Ehrenbreitstein. Echt genial da oben. Ja, und in die Richtung könnt ihr mal sehen, da sind schon dunkle Wolken, aber die regnen sich da ab. Ich glaube nicht, dass wir da in den Genuss kommen, das zu werden. Ja, wie so ein Riese- und Müller-Firmentreffen hier.
geht voran hier. So, jetzt will ich die ganze Plünder einpacken. Ja, Leute, ich bin jetzt mal gerade durch die Reihen gegangen, habe mal jeden mal versucht zu begrüßen und mal ein bisschen aufzunehmen, damit jeder mal so ein bisschen auch im Film auftaucht. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich werde jetzt mal alle vorstellen, die ich so erwischt habe. Also, viel Spaß. So, ein paar Leute müssen wir noch ergänzen hier. So, einmal haben wir noch dabei den E-Bike-Basti, der ist dabei. Guten Tag. Ich bin doch nicht neu. Doch, du bist doch jetzt gerade neu dazugekommen. Ja, ich habe warum schon mal alle angesprochen. Ach so, okay. Didi, ne? Ja. Genau, die Seebike-Touren, also müssen wir mal gucken. Ne? Auch dabei. Genau. Der Sebastian ist auch dabei. Ja. Dich hatten wir schon, ne? Oben. Ja, dich wir hatten wir oben schon, ne? Ja. Der Thor ist auch dabei. Hi. Die Sarah sowieso. Hi. Das ist unsere Chat-Queen, genau. Ja. So. Genau, dann noch jemand dabei, und zwar der Dirk Contour. Kennt ihr sicher alle aus den Videos. Ich muss ja eben einmal durchgehen hier. So, noch dabei haben wir. Wer bist du? Ich bin der Thomas. Der Thomas. Hallo Thomas, der ist auch dabei. Und? Die Beate. Hallo. Hallo. Ich bin die Frau von Thomas. Ja. Wir kommen aus Gelsenkirchen. Aus Gelsenkirchen kommt ihr? Ja. Sehr schön. Ja, klasse. Habt ihr übernachtet irgendwo? Ja. In Lahnstein am Mobilstellplatz. Ach so, dann wohnen wir hier. Ja, ja, super. Ja, klasse. Ja, wir waren alle da oben. Ja. War klasse. Glaube ich. So, dann haben wir noch jemanden hier. So, wen haben wir da? Die Cowboy Ralf. Der Ralf ist auch dabei. Hallo Ralf. Moin. Dann haben wir noch die Anja. Die Anja dabei. Hallo. Hallo. Die beiden kennen wir schon. Christian. Ah, moin. Den dürfen wir nicht vergessen. Christian Schöffele. Morgen. Immer schön auf dem Kanal gucken. Und der macht auch Touren im... Im Ahrtal. Im Ahrtal, genau. Gerne mal gucken. Ahrtal und Umgebung. Du bist? Karin. Die Karin. Hallo, ja, Karin. Hallo. Ja, mal gucken, wer alle dabei ist, ne? Ja, ja. Und ich bin der Thomas. Der Thomas ist auch dabei. Hallo. Aus Schleswig-Holstein. Grüß dich. Ja. Aus Schleswig-Holstein? Ja. Alter Falter. Die kennt ihr auch alle. Maike. Maike Schöffele, die Frau von Christian. Ja. Du gehörst auch dazu. Wer bist du? Ja, Marcel. Der Marcel. Auch verrückt aus Schleswig-Holstein. Oh, oh mein Gott, ey, seid ihr alle wahnsinnig? Ja. Sonst wären sie nicht hier. Stimmt. Die Ute, habe ich die ja, schon gehabt? Ich bin die Ute, genau. Haben wir die schon gehabt? Nee, ne? Ja, nee, noch die nicht. Die Kamera noch nicht, ne? Nee, heute noch nicht. Nee, nee. Die Ute, genau. Die Frau vom Eifelmann. Ja, genau, vom Eifelmann. 100. Ja, oder 200, 300, wie genau. Auch immer. So, wen habe ich vergessen? Wer ist noch ohne Fahrschein? Die Patricia ist noch ohne Fahrschein. Ja. Hi. So, die Patricia ist auch dabei. Genau. Genau, kannst du ruhig Hallo sagen? Hi, ich freue mich wie Bolle. Ja, wir alle. Habe ich dich schon? Nein. Ups. Du bist der? Der Jürgen. Der Jürgen ist auch dabei. Kommt ihr mal bitte einmal alle zusammen hier? Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, aber ich denke mal doch schon. So ein paar sind dabei, die kann man ja gar nicht greifen. Doch, hier sind auch welche. Habe ich euch schon? Nein. Gut, du bist? Sabine. Hallo Sabine. Und? Andreas. Hallo Andreas. Nochmal, ohne Brille. Sabine. Das schneiden wir dir alle raus. Dich habe ich noch nicht. Wobei. Einmal vorstellen. Hallo. Ja. Ich bin der Thomas und du bist der? Ich bin der Christian, genannt Schulte und komme aus dem schönen Osbever. Ja, herzlich willkommen. Ja, danke. Ich freue mich, dabei zu sein. Wir haben ja unser Namen auf der Brust, ne? Und so verhalten wir uns. Ne? Da geht er hin, der erste Trupp. Ja, jetzt stehe ich hier mit dem lieben Michael am Deutschen Eck. Ne? Ja. Ja. Und wir genießen gerade die Abfahrt von den ganzen einzelnen Trupps, weil wir sind ja so viele Leute, dass wir nicht zusammenfahren können. Deswegen fahren wir in 20er Trupps. Ja? Richtig, ungefähr 19 oder so, glaube ich, sind es. Ja, sonst geht das. Sonst jetzt, wir gerade auf dem Weg hierhin, haben wir schon Schwierigkeiten gehabt, da mit allen Leuten gleichzeitig wieder abzukommen. Ja. Ja, und jetzt filmen wir gerade hier den Start an dem Denkmal hier hinter uns, da, guckt mal. Da ist er, der Reiter. Du kannst ruhig hier bleiben, brauchst gar nicht weggehen. Ja. Ich wollte dem Reiter ein bisschen mehr Platz gönnen. Also. Ach so, da kommt der runter, da kommt ja ein Fahrrad mit dem Suvo oben drauf, ja, genau. Haben wir jetzt beschlossen. Genau, der Reiter kommt weg, der Suvo kommt noch drauf, der Presi. Ja. Ja, der kommt da drauf. Ja, und wir führen hier weiter mal die,
die Abfahrt. Dann heißt der das aber auch nicht mehr Deutsches Eck, sondern Devil's Eck. Ja, genau. Ja. Das wird umgetauft auf Devil's Eck. Das haben wir jetzt beschlossen, ja, ne? Genau, so ist das. Der Michael und ich haben das beschlossen. Und wenn wir das sagen, dann ist das so. Das aus. Genau. Also, von hier aus, Ende. Ciao, ciao. So, ich habe noch einen vergessen, und zwar den Ronald aus Berlin. Der ist nämlich gekommen mit dem Fahrrad, ne? Nee, ja, so ja, ziemlich. Von Köln aus. Ja. Von Köln aus, ja, genau. Ja. Ja. Ich bin das schwarze Schaf der Familie. Noch. Aber es ist ja was im Planung immer mitgekriegt, so, ne? Ja, naja, die Sachen, die ich bisher mir angeschaut habe, sind alle gescheitert. Okay. Entweder an meinem Gewicht oder eben auch daran, dass es so nicht gebaut wird, wie wir sind eine will. Wir sind eine große Community, wir werden was für dich finden, Ronald. Ja. Mach dir keine Sorgen. Nein, ich mag diese Panzer nicht. Ich mag lieber ein bisschen... Filigraner. Ja, okay. Und das ist es schwieriger, sonst hätten wir ja Tausende zur Auswahl unterdessen. Ne? Wir werden was finden. Genau. Ja. Mit der Hilfe. Es wird sich was ergeben. Eine Familie, ja. Genau, und bis später. So, der letzte Trupp startet gleich und ich bin damit bei. Den Typen da, ne? Den müsst ihr gut im Auge behalten. Den kannst du zu nichts gebrauchen. Außer zum Kochen. Ach nee. Man muss Prioritäten setzen. So, wir als letzte Truppe sind gerade gestartet. Ja. Und dann gucken wir mal, was uns heute so erwartet. Die ersten paar Meter sind schon mal schön. Und das Wetter ist ja bombastisch, ne? Da haben wir so ein Glück. Wir fahren erst mal ein paar Meter. Also die erste wichtigste Institution, die wir gefunden haben, kostet 50 Cent und die befindet sich genau hier. Ja. Genau. Das war jetzt mal dringend nötig nach 120 Metern. Ja, hier wieder die coolen Kalksandsteingebäude. Richtig toll. Sieht richtig klasse aus. Gucken wir mal dran, was das ist hier. Irgendwie militärischer Sicherheitsbereich. Oh, mit Schusswaffengebrauch. Das hat irgendwas mit Militär zu tun. Ich glaube, wenn ich das filme, werde ich gleich erschossen. Cool. Ja, mit den Geschwindigkeiten einzuhalten ist nicht ganz so einfach. Weil mit 12 km/h ist das schon zu schnell. Ja. Was wir machen, ist halt so, ne? Mit vielen Leuten. Da müssen wir halt mit leben. Ja, ich würde mal sagen, wir sind wieder am Rhein angekommen. Auf der Rheinpromenade Richtung Boppard-Oberwerth fahren wir jetzt. Oh, das sieht aber cool aus hier. Sehr schön. Das gefällt doch. Herrlich. Ja, hier kann man auch schön fahren. Klasse. Schön durch den Tunnel unter der Autobahn her. Wir müssen wo lang, Michael? Geradeaus. Geradeaus müssen wir weiter.
Ja, wie ihr sehen könnt, die Sonne scheint. Wir sind am Rhein. Ja, und es ist leicht am Regnen. Kannst du machen, nix. Aber es sind nur ein paar Tropfen, also von daher nicht weiter schlimm. Ja, wie ihr sehen könnt, hier am Rhein sind ja, das Ufer ist gepflastert mit Burgen und Festungen. Da drüben diverse. Aber wie die alle heißen, ich habe keine Ahnung. Muss ich mal später mal googeln, mal drüber schreiben. Mal gucken. Da gibt es bestimmt was. Das ist so eine schöne Burg. Oh, die sieht auch cool aus. Klasse. So, jetzt mal ein Anblick von hinten. Mit den ganzen Westen haben wir noch gar nicht gehabt hier. Das sieht ja mal gut aus. Jetzt riecht's auch, regnet's auch. Sobald hier Wasser gezapft wird. Oh, Hagel! Die Eisbrocke! Es hagelt! Ich fasse es ja wohl nicht. Wie geil ist das denn? Also hier ist was los. Peter, hast du schon wieder einen Regentanz gemacht? Das sind die Eiswürfel fürs Getränk. Ich fasse es ja wohl nicht. Hat er wieder einen Regentanz gemacht hier? Das ist aber eher ein Eistanz gewesen. Ja Leute, was soll ich sagen? Mikro verloren, dann muss ich eben einpacken und dann fahre ich mal weiter. Ah cool, hier geht das nämlich unten drunter her. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Witzig. Aber ihr seht ja, es hagelt. Ein verrücktes Wetter. Unfassbar. Hat ja, ja, der ist schuld. So, da sind wir. Die erste Gastronomie ist erreicht. Juhu. Ja, Leute, an der Gastronomie angekommen hier bei der ersten. Ja, und was soll ich sagen? Ja, guckt selbst. Alle da, alle glücklich. Alle sitzen im Trockenen. Wunderbar. So, Mikrofon ist geladen, Akkus sind nachgeladen von der Kamera, das war eben schon alle, weil ich so viel gefilmt habe. Ja, da ist irgend so ein Depp, der immer gerade vor mir rumspringt. Ja, wir haben gerade schöne Kaffeepause gemacht, haben gerade in Hagelschauer abgewartet und und der Depp hier, der macht hier voll die Faxen. Ja, wie gesagt, mit allen Leuten hier einen schönen Stopp gemacht, haben wir schon mal alle unsere Regenklamotten angezogen. Ja, weil wir hoffen zwar, dass es trocken bleibt, aber man weiß ja nie. Deswegen erstmal zur Sicherheit die Regensachen an. Also, ja, die Räder sind wieder fertig. Wir auch. Haben uns schön gestärkt mit Kaffee und ein Bierchen und
was es sonst noch so gab hier. Ja, und jetzt geht es nochmal weiter auf der Tour. Jetzt sind wir gerade schon im ersten Crash hier entgangen, zum Glück. Ist nichts passiert, weil unser Vorturner hier, der hinter mir fährt, es nicht auf die Reihe kriegt, mal geradeaus zu fahren. Aber er lernt ja noch. Da unten ist der Rhein. Weinberge hier, cool. Ja, ein paar Meter weiter und schon scheint wieder die Sonne. Meine Brille ist ein bisschen voll mit Regentropfen. Ja, ich hoffe, die Linse nicht. Sieht nicht so aus. Ja, und gleich gibt es erstmal eine Fährfahrt. Mal gucken, ob die anderen gleich wieder treffen. Und dann geht es rüber auf die andere Rheinseite. Ja, schöne Uferpromenade hier im Bobbad. Ich glaube, hier müsste irgendwie die Fährüberfahrt kommen. Da sehe ich gerade schon Bereiche, wo wir nicht Fahrrad fahren dürfen. Aber wir fahren links dran vorbei, oder? Wir fahren einfach. Naja, wir fahren einfach. Achso, Radfahrer frei steht da drunter. Okay, dann dürfen wir hier auch fahren. Ja, wie gesagt, in Bobbad angekommen. Der ganze Trupp ist wieder hier versammelt. Einmal zu der Seite. Und ich denke mal, wir werden gleich mit der Fähre da, ja, von der Stadt Bobbad auf die andere Seite übersetzen. Da kommen die anderen Kollegen wieder, die mal gerade eben mal wohin mussten. Ja, und wir gehen gleich zusammen alle auf die Fähre. Und dann gibt es mal ein paar Bilder vom Rhein. Nicht am Rhein, sondern vom Rhein. Tja, da wird die Autofähre zur Fahrradfähre. Ja, so ein paar sind wir ja schon, ne? Ja, jetzt sind wir mal auf dem Rhein und nicht daneben. Ja, mal schön auf der Fähre. Fährfahrt gehört damit zu. Ich kann nur sagen, mit den ganzen Leuten, es macht wieder einen riesen Spaß. Echt, ist ganz toll. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal Bock habt, meldet euch an, macht, seid dabei beim nächsten Mal. Macht echt Spaß mit allem Mann. Sind wir jetzt an den Links- oder rechtsseitig? Wir fahren jetzt auf der rechten Seite. So, liebe Leute, wir fahren rechtsseitig vom Rhein. Wir gucken jetzt mal auf die Weinberge und eben sind wir hier auf der anderen Seite gefahren.
Ja, wir fahren jetzt gerade hier durch Osterspey durch. So habe ich das auf jeden Fall gelesen auf dem Schild. Gegenüber sind ja noch diese, ja, die Hänge mit dem Bein. Und ja, man kann es auch sehen, die Wolken so ein bisschen dunkelgrau. Aber es ist noch trocken. Also von daher, ups. Trotzdem schön. Schöne Gebäude hier. Ja, Osterspey, ich hatte recht. Ist der Radweg wieder so ein bisschen abseits von der Straße, ein bisschen abgetrennt, ist ein bisschen angenehmer zu fahren. Aber der Regen kommt langsam wieder. Schade. Ich filme mal gerade so ein bisschen mit der RS. Ich habe mal Mikrofon so weggepackt, weil es sieht mir schon wieder ganz stark nach Regen aus. Und die Kamera hier ist im Moment nichts dran, ist ja nicht zu, ist ja wasserdicht. Und deswegen filme ich mal ein paar Meter hier mit. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich habe noch eine Restreichweite in Eco-Modus. 141 Kilometer. Das ist echt mehr geworden jetzt. Wir fahren das gerade hier im Raubach ein. Da oben ist die Burg. Die nächste Pause. Da war ja klar. Ja klar, wo bleibst du denn? Ja, liebe Leute, eben waren wir auf der anderen Seite vom Rhein, auf dem Campingplatz, haben dann eine Pause gemacht und jetzt sind wir ja eben mit der Fähre rübergefahren und jetzt sind wir auf der anderen Seite und hier machen wir jetzt wieder einen Stopp und wieder auf dem Campingplatz. Ja, könnt ihr da hinten sehen und hören. Ja, und da sind sie alle. Da sind die ganzen Fahrräder geparkt, da vorne. Ja, und der Rhein ist dort. Ist immer noch so ein bisschen dunkelgrau das Wetter, aber wir sind nicht aus Zucker, sind da gut eingepackt. Also es funktioniert schon. So, einmal zur Kenntnisnahme. Also ich bin nicht immer derjenige, der sagt, ich habe Hunger. Seine Tüte. Naja, vom Wegen. Leute, jetzt weiß ich auch, wie die Burg da oben heißt. Das ist nämlich die Marxburg. Und ich will die Kamera jetzt mal nicht umdrehen, weil da kommen nämlich richtig dunkle Wolken auf uns zu. Ja, letzter Teil der Strecke. Es geht in die Restauration, wo es was zu essen gibt. Ja, und dann werden wir ein bisschen was essen und jetzt erstmal das gut gehen lassen. Also bis gleich in der Restauration. Ich zeige euch mal, was da auf uns zukommt. Ich glaube, wir brauchen nur nach Lahnstein fahren. Und da ist, glaube ich, die Gaststätte, wo es hingeht. Aber es kommt schon echt dunkel von da drüben. Ja, vielleicht schaffen wir es noch. Gucken wir mal. Ja, wir werden sehen, was passiert, ne? So, wir sind bei Kilometer 42 und wie gesagt, wir sind auf dem Weg zum Restaurant.
schönes Wetter. Der Lahnscheißer. Leicht verregnet die Linse. Ja Leute, wie ihr sehen könnt, wir sind an der Gaststätte angekommen, gegenüber von der pleitegegangenen Brauerei. Habt ihr gerade gesehen, dass wir gerade durch den dicken, fetten Hagelschauer gefahren sind. Alter Falter, jetzt haben wir auch echt arschkalte Flossen. Ja, und jetzt zeigen wir euch mal die Gaststätte, wenn man es Gaststätte nennen kann. Und zwar werden wir uns da jetzt mal eben ein wenig gütlich tun mit allem Mann. Ja, ein paar sind noch unterwegs, die kommen gleich noch, aber ja, wie gesagt, der erste Trupp hier, der ist schon da. Fahrräder sind geparkt. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen mal rein und wärmen uns mal ein bisschen auf. Es ist wirklich kalt geworden. Ah, mal Nase läuft ganz schön, ja. Ja, und der Rhein da vorne, der fließt so vor sich hin. Ja, und wir gehen jetzt erstmal da rein und werden uns erstmal ein bisschen aufwärmen. Also, bis gleich. So, liebe Leute, wir sind angekommen in der Gaststätte, habe ich ja gerade schon angekündigt. Ich habe meine Frau wieder gefunden. Da bin ich wieder. Ja, und ich zeige euch mal gerade, wie viele Leute hier gerade so rumsitzen und Krach machen. Ja, liebe Leute, der Aufenthalt in dem Brauhaus hier ist beendet. Wir haben lecker gegessen und fahren jetzt zurück auf die Festung Ehrenbreitstein. Eben noch verabschieden und dann geht das los. Es ist mir schon ganz schön kalt geworden draußen. Ja, und das werden wir jetzt mal eben noch genießen, den letzten paar Meter, und hoffen, dass wir oben auf den Buck hochkommen. Also, bis gleich. Ja, dieses Brauhaus hier ist echt herrlich. Wir haben echt lecker gegessen. Ich hatte das sogenannte Brauhaus-Schnitzel. Empfehlung von Dirk und Tour, war wirklich sehr, sehr lecker. Hat echt gut geschmeckt. Danke nochmal dafür. Ja, wie gesagt, und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. So, das kleine Michelin-Männchen neben mir und ich. Wir fahren jetzt mal zurück zur Burg Ehrenbreitstein, ne, mein Schatz? Yep. Für heute ist nämlich fast Feierabend, aber erstmal nach Hause. Eben, ja. Nach Hause? Nach Hause, nicht auf der Burg. Eben ein bisschen Bauch waschen, ein bisschen umziehen und dann gucken wir gleich mal, was der Abend noch so bringen tun tut. Ne? So, jetzt werden erstmal unsere Rösser wieder gesattelt und dann geht das gleich eben hoch auf die Burg. Das sollen wir wohl noch schaffen. Ne? Da kriegen wir noch hin, oder? Ja, es war ein bisschen frisch, aber kriegen wir hin. Ja, aber alles in allem, das war heute wieder ein ganz gelungener Tag. Es hat echt Spaß gemacht und gleich, wenn wir oben auf der Burg sind, werde ich mich noch mal kurz melden und mal eben eine kleine Abmoderation machen. Ne? Ja, und dann sagen wir auch nochmal Tschüss. Also bis später. Ein paar Meter fahren wir jetzt noch. Im Dunkeln. Juhu. Yippie. Licht ausprobieren. Ja, genau. Ja, die letzten paar Meter hier sind gestartet. Die Electric Devils im Dunkeln. Ja, wird ordentlich angezeigt. Dark Devils. Dark Devils, genau. Der Jörg weiß Bescheid. So läuft das hier. Kommt der Peter dran vorbeigefahren hier im Dunkeln. Und die Nicole ist auch da. Und das ganz Besondere, was ich auch habe hinten am Helm. Ja, der Helm leuchtet mit. Der kann schon einiges, der Helm. Also wir fahren jetzt ja im Dunkeln hier. Und ich muss ja sagen, es ist zwar kalt, aber so im Dunkeln fahren hat echt seinen gewissen Reiz. Es macht echt Spaß. Ja, es wird der Pure-Video-Modus wieder getestet, gerade hier bei mir. Und soll er mit diesen halbdunklen oder halb mit den schlechten Lichtverhältnissen, sind die Aufnahmen ja echt gut. Das ist schon mal getestet, das ist echt genial. Aber man testet ja immer wieder gerne nochmal, ne? Ja, wir fahren übrigens hier gerade durch Koblenz. Wir fahren irgendwie eine Umleitung, weil da, wo wir langfahren wollten, war gesperrt.
sehe ich gerade vor uns einen Bahnübergang, der ist gesperrt. Da halten wir jetzt mal eben kurz an. Hast du Nicole. Zack. Ratzfatz ist das wieder ruhig hier. Und weiter geht's. Da oben, ich hoffe, man kann sehen, die Festung Ehrenbreitstein. Ja, liebe Leute, die Entscheidung ist gefallen. Wir werden alle hochfahren. Ohne Aufzug. So, es geht bergauf. Ah, es läuft. Da kommt die Nicole. Geschafft. So. Wir sind wieder an die Jungterberg angekommen und fahren jetzt hier in den Innenhof. Fahrräder abstellen und wegschließen. Auf die Tür. Ja, liebe Leute, wir sind oben wieder auf Festung angekommen. Die Fahrräder haben wir gerade eingelagert, wo sie hingehören. So, jetzt werden wir erstmal Klamotten ausziehen, Ringklamotten, das ist wie Sauna. Die ziehen wir jetzt erstmal aus und ja, dann werden wir mal gepflegt duschen gehen. Dann werden wir noch ein, zwei Bierchen trinken, gemeinsam ein bisschen zusammensitzen. Ja, und dann ganz vernünftig, ganz in Ruhe mit lieben, netten Freunden den Abend ausklingen lassen. Ich zeige euch noch mal ein paar Bilder hier von hier oben über Koblenz. Wunderschön. Ich mache mal noch ein paar Aufnahmen. Also, bis gleich. Ja, liebe Leute, wir sind auf dem Zimmer angekommen in der Jugendherberge. Wir sind ja mit dem Fahrrad hier hochgefahren. Das geht echt steil da hoch. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video erkannt hat. Das war wirklich echt steil. Jetzt sind wir wirklich nass geschwitzt auf den letzten paar Meter noch, weil wir hatten ja hier normale Sachen an, Regenklamotten drüber, Regenjacke, Pullover, Jacke, was weiß ich was alle. Ja, es war ein bisschen viel und ja. Aber wir sind jetzt hier oben angekommen, wir werden jetzt einmal ganz gepflegt unter Dusche gehen, ein bisschen frische Klamotten anziehen, ein bisschen frisch machen und dann werden wir gleich mal uns mit den anderen Leuten noch mal eben treffen. Ja, und dann muss ich wirklich sagen, das war wieder ein gelungener Tag heute mit den Electric Devils. Hat wieder super Spaß gemacht, viele Leute dabei gewesen und im Großen und Ganzen hat das wieder super funktioniert alles, muss ich sagen. Und ja, es macht immer wieder Freude, wirklich sich mit den Leuten zu treffen, eine Tour zu fahren. Und das genießen wir total und wir lieben das total. Und deswegen sind wir dabei. In diesem Sinne sage ich
Viele liebe Grüße von der Festung Ehrenbreitstein, von mir, dem Thorsten und natürlich der Nicole. Die Nicole, die schon halt wie so unsere Dusche, deswegen taucht die jetzt hier nicht mehr auf. Also in diesem Sinne, einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal, euer Thorsten und eure Nicole. Ciao! Dieses komische Geräusch war Nicoles Kopf am Bett.